zur heutigen News for You-Ausgabe. Top Film News Cobra Kai. Am 1. Januar 2021 hatte das Warten endlich ein Ende. Cobra Kai ging auf Netflix in die dritte Staffel. Viele Fans dürften mit den 10 Folgen natürlich längst durch sein, aber keine Sorge, es ist noch lange nicht vorbei. Daniel LaRusso-Darsteller Ralph Macchio verriet kürzlich etwa, dass die Autoren schon immer 6 Cobra Kai-Staffeln im Kopf hatten. Und sollte das Format weiterhin so erfolgreich laufen, die Karate Kid-Fortsetzung stürmt derzeit einmal mehr die internationalen Netflix-Charts, steht diesem Plan wohl auch nichts im Wege. Kommen wir nun zu den Gerüchten um Staffel 4. Comeback von zweiten Bösewicht Terry Silver? Tritt Hilary Swank als Julie Pierce wieder in Erscheinung? Das scheint sehr gut möglich. Aber die wichtigste Frage, bleiben Daniel und Johnny ein Team? Nun, das alles werden wir spätestens in der 4. Staffel erfahren. Kurz News. Army of the Dead. Zack Snyder, der das Dawn of the Dead Remake inszenierte, kehrte nach seinen DC-Abenteuern zurück ins Zombie-Genre. Erste Szenenbilder zu Army of the Dead zeigen den namhaften Cast um Dave Bautista und Matthias Schweighöfer. Link in der Infobox. Justice League. Ursprünglich war offenbar der Plan, dass Cyborg und The Flash als Duo platziert werden. Dann wurde die Rolle immer kleiner und nun wurde Cyborg wohl komplett aus The Flash gestrichen. Kein Wunder, nach dem vorherigen Streit. Top Gaming News. Tomb Raider. Ein bislang unveröffentlichtes Tomb Raider wurde jetzt als spielbare Alpha-Version im Internet-Archiv veröffentlicht. Das Spiel ist ein Remake des ersten Serienteils, das beim Originalentwickler Core Design entstand, aber jahrelang verschollen war. Es heißt Tomb Raider Third Anniversary Edition und soll für einen Release im Jahr 2006, 10 Jahre nach dem Release des Originals, schon fast fertig gewesen sein. Doch die Geschichte entwickelte sich zu Ungunsten von Core Design. Den Zuschlag des damaligen Rechteinhabers Eidos bekam aber Crystal Dynamics, die Tomb Raider Anniversary auch gameplay-technisch auf die Höhe der Zeit zu hieven. Und dieses Spiel, zumindest als Alpha-Version, wurde jetzt im spiel- und modbaren Zustand veröffentlicht. Jeder, der etwas Mühe auf sich nimmt, um das Spiel zum Laufen zu bringen, darf mehrere Level als Lara Croft erkunden. Gegner fehlen zwar, aber das typische Kletter- und Rätsel-Gameplay funktioniert bereits. Link in der Infobox. Kurz News. Outriders. Outriders erscheint später. Entwickler People Can Fly verschiebt den Release vom 2. Februar 2021 auf den 1. April 2021. Die schlechte Nachricht kommt allerdings verpackt in einem Bonbon. Um euch selbst ein Bild machen zu können, veröffentlicht People Can Fly am 25. Februar 2021 eine spielbare Demo zu Outriders. Rust. Beim Survival-MMO Rust geht es aktuell hoch her. Nach dem Twitch-Hype folgt ein Patch, der erstmals seit langer Zeit den Fortschritt aller Spieler zurücksetzt. Technik News. AMD. In einer neuen Patentschrift zeigt AMD, wie Grafikkarten in Zukunft aussehen sollen. Es wird offenbar modular. Ein neues AMD-Patent gibt nun Hoffnung, dass wir modulare GPUs vielleicht schon in naher Zukunft zu Gesicht bekommen werden. Doch noch sind Chiplet-Designs sehr komplex und dadurch kostspielig. Was sind die Probleme mit dem Chiplet-Design? Kurzum, die Signallaufzeiten, auch Latenzen genannt. Da GPUs im Gegensatz zu CPUs nicht sequenziell, sondern parallel arbeiten, müssen im Idealfall alle Kerne gleichzeitig auf den Speicher zugreifen können. Im Falle von Chiplets wird dies jedoch erschwert, da die einzelnen Module zusätzlich untereinander verbunden werden müssen. Damit Anwendungen, sprich Spiele, wie gewohnt in Form einer einzigen monolithischen GPU mit der Grafikkarte kommunizieren können, soll nun ein Chiplet von der CPU angesprochen werden. Wann so eine Grafikkarte erscheint, steht noch in den Sternen. Kurz News. Intel. AMD macht Intel das Leben schwer, auch dank der neuen Ryzen 5000 Prozessoren. Der kommende Core i9 11900K als Antwort zeigt sich jetzt im ersten Benchmark. Radeon RX 6700 XT. Der Launch der Mittelklasse Radeon soll nicht mehr weit entfernt sein. Womit dürfen wir in Sachen Leistung im Vergleich zu AMD RX 6800 XT und Co. rechnen? Nun, die gesamten Spezifikationen erfahrt ihr im Link in der Infobox. Das war die heutige News for You-Ausgabe. Euch ein ganz tolles Wochenende. Hinterlasst doch Feedback und wir sehen uns im nächsten Mal wieder. Macht's gut, ciao, ciao, euer